Gut, dann geht's weiter. Ich vermute auch, die ersten Kamio-Objekte sind nicht hier draußen, wenn ich mich noch richtig entsinne, sondern erst im Theater selbst. Und da ist jemand. Hi. Okay, da war eben jemand in dem Fenster. Ja, wir haben es alle gesehen. Ein bisschen unheimlich ist es schon. Gut, dann können wir jetzt mal die Ketten. Oh, noch ein Geist. Hallo. Ist das nicht unser Großvater? Unmöglich, dieser Mann sah aus wie mein Großvater. Ja, ich muss ihn wiederfinden. Auf jeden Fall. Oh, hier sind sie vielleicht. Oh, die sahen süß aus. Okay, dann wollen wir mal. Das ist wieder die schwarze Katze. Ja, ist ja gut, ey. Die wird immer aggressiver. Okay, hier hat sich wieder was aktualisiert. Ein Hinweis. Im Innenhof des Nightingale liegt ein seltsamer Geruch in der Luft. Der Geruch von Fäulnis und Reue. An diesem Ort herrschen dunkle Schatten und eine noch dunklere Stimmung. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Oh. Okay. Das Messer ist bestimmt nützlich, aber es steckt in dem Haufen fest wie Arthurs Schwert im Stein. Okay, also brauchen wir was zum Herausziehen. Dieser Notstromgenerator ist noch funktionstüchtig, aber die Tür klemmt fest. Toll. Okay. Diese Lampe muss an den gleichen Stromkreis angeschlossen sein wie die Straßenlaternen. Und da ist unser allererstes Wimmelbild. Ja, ist es so wie bei Enchantia, der Zorn der Phönixkönigin. Es ist ein kompletter Gegenstand, aber in 1, 2, 3, 4, 5, 10 und ja, also in 15 Einzelteilen hier zerlegt worden und die Teile sind natürlich hier versteckt und ich versuche die natürlich so schnell wie es auch nur geht herauszufinden. Aber die sind nicht so schwer zu finden, weil die Sachen heben sich ein bisschen von den anderen Gegenständen hervor. Deswegen geht das hier einigermaßen. Ja, also schwer ist es nicht. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Und zwar ist es da. Eine Zugangskarte haben wir jetzt bekommen. Okay. Der Sprintbrunnen mit der Uhr sieht irgendwie toll aus. Okay, gehen wir erstmal weiter. Das schmutzige Banner flattert im Wind. Zumindest glaube ich, dass es der Wind ist. Dieser Wandtresor sieht aus wie bloße Verzierung. Er dient wohl zur Aufbewahrung persönlicher Dinge. Da ist noch ein Vogel. Nightingale, jawoll. Ja, okay, das ist der gleiche Spruch. Hier können wir nach links, aber nicht nach rechts. Okay. Und da haben wir was bekommen? Ein Isolierband. Okay. Im Theater gibt es keinen Strom, aber ich erinnere mich an einen Generator draußen. Ich bin viel zu abergläubisch, um ein dunkles Theater zu betreten. Okay. Die majestätische Tür wurde von dem Feuer, das das Gebäude zerstörte, nicht berührt. Und dennoch kommen wir da nicht weiter. Okay, hier. Oh Gott, wer ist das denn? Wer war das? Ich sah gerade eine große Gestalt, die mich von hinter der Mauer aus beobachtete. Haben wir alle gesehen. Und dann spukt Ben weg. My beloved grandchild, if you can see me, then you possess a powerful and rare gift. Like me, you can look into the past with a unique vision technique. You are now seeing a vision set on March 15th, 1960. Visions serve a purpose. Focus hard enough and you can find what you are looking for. Come, take a look at my announcement board. Ja, und da hat
unser Großvater das jetzt schon gesagt, da wir ihn als Geist auch schon sehen konnten, haben wir natürlich jetzt die Gabe und können jetzt die Vergangenheit sehen. Und das ist automatisch ein Wimmelbild geworden. Suche alle unten aufgeführten Objekte. Ja, da ist die Methode. Da ist der Schmetterling. Oh, wir können hier sogar mit... Nein, nicht mit allen Leuten, aber mit ein paar Leuten reden. I hope this show is better than the Ballet Swan Sisters. It couldn't have been lovelier. Cool. Ach, sowas mag ich. Auch wenn das nur so ganz kleine Details sind von dem Wimmelbildspiel, aber ich mag sie. So, was brauchen wir denn noch? Ein Schraubenschlüssel und eine Schaufel. Da ist der Schraubenschlüssel und da ist die Schaufel. Geheime Vision freigeschaltet. Oh, und bekommen direkt auch die Schaufel hier. Das ist cool. Mhm. Plakate längst vergangener Zeiten spiegeln den einstiegigen Erfolg des Theaters wieder. Okay. Können wir hier sonst irgendwie was mitnehmen? So. Was? Andreas, okay. Was für ein erschreckender Zeitgenosse. Während seiner Blütezeit muss dieser Akrobat unglaublich stark gewesen sein. Naja, wenn man ihn so betrachtet mit seinen Muskeln, ja, mit Sicherheit. Okay, dann kehren wir erstmal wieder zurück, wo wir ein bisschen buddeln konnten. Oh. Zu Tode erschrocken. Dieser Mann muss etwas Schreckliches gesehen haben. Ich muss unbedingt Hilfe holen. Kleiner harmloser Spoiler. Den Mann hier, den sehen wir von den anderen Wimmelbildspielen von Bluty Games auch ab und zu mal. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Er hielt diesen Ballettschuh, als er starb. Es ging bestimmt um mehr als nur einen Schuh. Ja, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Okay. Scharfes Messer haben wir bekommen. Ich kehre mal zurück. Ja, das war klar, dass wir das tun. Ja. Wir sind eingesperrt. Yay. Toll. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Oh mein Gott. Wer auch immer er ist, dieser Mann ist gefährlich und sollte gemieden werden. Ah, und Rose haben wir freigeschaltet. Rose ist eine der talentiertesten Ballerinerinnen des Nightingale. Überall hängen Plakate von ihr. Also, als Mensch sah sie ja richtig schnieke aus. Aber als Geist ein bisschen unheimlich für meinen Geschmack. Okay, oh Gott, hier funkelt es ja überall. Eine Eule, die knallrote Augen hat. Das Gesicht dieser Ballerina wurde zerkratzt. Ich frage mich, warum. Können wir das mit dem Champagner? Nein, okay. Diese monströse Gestalt hat das Eingangstor versperrt. Jetzt komme ich nur noch durch die Hintertür des Theaters hinaus. Toll. Aber wir haben da was bekommen. Eine Metallstange. Okay, und hier ist wieder ein Wimmelbild. Bekinger Gelehrtenhut bekommen wir hier. Okay. Ja, bei den dunklen Sternen ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn das auch dunkle Gegenstände sind, aber in den helleren Bereichen geht das eigentlich. Das geht wirklich. Okay, ist hier sonst noch irgendwo in dem Bereich irgendwo was? Ich sehe erstmal nichts. Aber hier...
hier sind noch ein paar Sachen. So, zwei Sachen fehlen uns noch. Okay. Da oben ist auf jeden Fall... Ach ne, drei. Entschuldigung. Was sage ich denn da? So, jetzt fehlt uns nur noch so eine Brosche. Wo könnte die denn sein? Hm. Gute Frage, nächste Frage. Da. Hab ich jetzt alles? Nein. Ah, da. Jetzt aber. Ja. Okay, da haben wir das auch. Sonst können wir hier erstmal nichts machen. Orientalische Maske. Und wir bauen 5 insgesamt. Okay. Metallstange. Nee. Moment mal hier. Achso, das ist das hier. Oder mit dem Isolierband? Nein, okay. Also können wir jetzt mal da nichts machen. Okay, 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 okay. Das war irgendwie klar. Eines der Kabel wurde abgetrennt. Nichts, was nicht mit Isolierband repariert werden kann. Also, Isolierband haben wir ja. Oder hier heißt es makabre Objekte. Finde die makabren Objekte, damit die Visionstipps schneller laden. Aber Vorsicht, diese besessenen Objekte können jede Form annehmen. 20 gibt es insgesamt. Und wir haben wieder was freigeschaltet. Irgendwo hier. Er hat die besondere Gabe, Vision der Vergangenheit zu sehen. Ich habe diese Gabe geerbt. Yay! Sonst haben wir nirgendwo was freigeschaltet. Okay, alles klar, dann wissen wir Bescheid. Unser allererstes Chameleon-Objekt haben wir jetzt bekommen, beziehungsweise Macabre-Objekt, wie es hier heißt. Da ist der Geist von Rose. Die Geisterballerina murmelte etwas. Sie will wohl, dass ich ihr folge. Aber zuerst machen wir das. Und da hat sich was aktualisiert. Eigentlich heißt das meine letzte Hoffnung, diesen Ort zu verlassen, ist, das Theater zu betreten. Dieses Gerät scheint eine Art Karte zu verlangen. Vielleicht öffnet es die Eingangstür. Mit Sicherheit.